Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, die ich immer wieder höre, warum sollte ich mir diesen Sicherheitsschirm kaufen? Das Ding kostet ja wesentlich mehr als ein normaler Schirm. Ja, stimmt. Völlig richtig. Wesentlich mehr als ein normaler Schirm. Lasst mich erklären. Das hier ist ein Feuerlöscher. Kennt jeder. Braucht keiner. Ich meine, mal ehrlich, ich habe in meinem Haus zwei von diesen Dingern rumstehen und alle 2 Jahre kommt ein Techniker, zerlegt das Ding in seine Einzelteile, dann wird es neu befüllt und anschließend kommt dann ein irgend so ein Aufkleber drauf und der Techniker sagt zu mir, gratuliere, alles bestens, Ihr Feuerlöscher ist jetzt wie neu und wir sehen uns in 2 Jahren wieder. Und dann geht er und ich kriege dann ein paar Tage später so eine Rechnung. Ja, und jedes Mal denke ich mir, oh, wozu denn eigentlich? Ich habe das blöde Ding doch nie gebraucht. Wozu ein Feuerlöscher? Ich meine, so ein Eimer tut's doch auch. Ich meine, damit kann ich auch Wasser tragen. Also wenn es mal wirklich brennen sollte, wenn mal irgendwas passiert, ich meine, ihr seht den Punkt, oder? Muss ich nicht weiter erklären. Das Problem an der Sache ist, ich bin froh, wenn ich den Feuerlöscher nie benutzen muss. Absolut. Und das ist eben auch der Unterschied zwischen dem Sicherheitsschirm und einem normalen Schirm. Solange mir nichts passiert, brauche ich den Sicherheitsschirm nicht. In keinster Weise. Wozu denn? Nur wenn mal was passieren sollte und wenn ich mit dem Schirm, wenn ich in der Lage bin oder in die Situation komme, ich muss mich wirklich schützen, ich muss mich verteidigen, jemand geht mit irgendwas auf mich los. Mit einem normalen Schirm sieht das dann nämlich so aus. Das war's. Einmal draufgehauen, Ende. Mit dem Sicherheitsschirm ist es dann so. Ihr seht, was ich meine mit dem Feuerlöscher, den ich eigentlich nie brauche, wenn es doch auch ein Eimer tut. Ich will es mal so sagen, wenn es tatsächlich mal brennen sollte, dann bin ich persönlich ganz froh, wenn ich den Sicherheitsschirm in der Hand habe.